Ein Bild, das die Verbundenheit von Europaabgeordnetem Markus Ferber und Landwirten zum Ausdruck bringen soll. Der Politiker arbeitet, wie so viele Menschen in Schwaben, in der Landwirtschaft. Dadurch soll er hautnah erfahren, wo die Bauern der Schuh drückt. Und das betrifft nicht nur Geldfragen, wie zum Beispiel Subventionen. Dann haben wir natürlich sehr viele Schwierigkeiten mit Bürokratie, mit Vorschriften, mit Auflagen, die wir alle erfüllen müssen, die auch ständig kontrolliert werden. Und das macht oft mehr Probleme als die handwerklichen Probleme. Probleme, die auch Europapolitiker Markus Ferber verstanden hat. Ich gebe zu, es ist mittlerweile ein solches Maß an Bürokratie und an Vorschriften einzuhalten, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Gerade unsere milchviehhaltenden Betriebe oder wie hier im Unterallgäu, wo wir auch Mischbetriebe haben, also Ackerland, Ackerbau und Milcherzeugung, sind natürlich von viel mehr Regelungen betroffen als ein klassischer Ackerbaubetrieb. Und deswegen geht es schon darum, für unsere Landwirte Spielregeln zu erlassen, die einhaltbar sind. Weil auf der anderen Seite wollen wir natürlich hochwertige, sichere Lebensmittel. Dazu bedarf es auch entsprechender Kontrollen und Vorschriften. Aber das Ganze muss in einem vernünftigen Maß stattfinden. In vielen Punkten also große Einigkeit zwischen Landwirten und Politik. Ob die demonstrierte Einigkeit sich aber für die Bauern auch praktisch auszahlen wird, da ist man auf Seiten der Milchproduzenten skeptisch. Es ist so, wie oft fragt man die von Berlin, dann sind die Brüssel schuld. Fragt man die Brüsseler Politiker, sind die Berliner Politiker schuld? Also es wird sehr gerne herumgereicht, diese Schuldfrage. Momentan steht ja die GAP an, also das sind die Prämienzahlungen an die Landwirte. Die werden ja jetzt momentan ganz aktuell neu verhandelt. Ab 2013 ist das alles neu. Und hier fängt jetzt auch schon das Hauen und Stechen an in ganz Europa. Wer bekommt wie viel Geld? Und da geht es um richtig viel Geld. Immerhin machen Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Entwicklung über 40% des EU-Haushalts aus. In konkreten Zahlen sind das europaweit rund 58 Milliarden Euro im Jahr 2011. Das Europäische Parlament ist Gesetzgeber, das heißt, alle Spielregeln, die Bauern hier einzuhalten haben, werden im Europaparlament zusammen mit den Mitgliedstaaten beschlossen. Und das Europäische Parlament hat auch das letzte Wort beim EU-Haushalt, auch bei den Landwirtschaftsausgaben, sodass wir auch für die Verteilung der Mittel zuständig sind. Und deswegen ist es schon richtig, mit dem Europaabgeordneten ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt auf der anderen Seite, mir ist es wichtig, damit ich kluge Entscheidungen für die Menschen hier in der Region treffe, auch zu wissen, wo der Schuh drückt. Das allein wird aber noch nicht reichen. Die tatsächlichen Beschlüsse werden zeigen, wie hilfreich der Termin für die Landwirte wirklich war. Beschlüsse, die die Zukunft der Milchproduktion und damit die Zukunft vieler Landwirte für die nächsten Jahre bestimmen werden.